Ich möchte kurz darauf eingehen, warum LinkedIn so wichtig ist. Dann natürlich, wenn ich den Begriff Growth Hacking aufwerfe, was Growth Hacking eigentlich ist. Dann erkläre ich euch, wie ihr euer Profil optimieren könnt und ganz wichtig dann, wie man sein Netzwerk erweitert. Um sein Netzwerk zu erweitern, muss man Content kreieren. Hier gebe ich ein paar Tipps zu. Wie man auf LinkedIn verkauft, gebe ich ein paar Tipps zu. Es gibt natürlich auch ein paar Tools, die man nutzen kann. Und zum Schluss habe ich noch einen Hinweis, wie man selber schauen kann, wie gut man eigentlich ist auf LinkedIn. Warum LinkedIn? In den Trainings, die ich gebe, frage ich in der Regel das Publikum, warum sie auf LinkedIn sind, und häufig kommen dann diese Antworten. Um in Kontakt zu bleiben, um Personen zu treffen, die genauso denken, wie man selbst ist, natürlich um Netzwerken zu machen, aus Marketinggründen, aber auch aus Selbstmarketinggründen, aus Personal Branding-Gründen, um das zu verkaufen, was Neues zu lernen. LinkedIn hat eine schöne Learning-Plattform auch, LinkedIn Learning. Und auch natürlich, um Jobs zu finden. Gerade jetzt in der Pandemie sind sehr viele Personen unterwegs auf LinkedIn, um neue Jobs zu finden. Und wenn man ein größeres Netzwerk hat, hilft es bei all diesen Punkten, die genannt worden sind. Das heißt, wenn ich ein größeres Netzwerk habe, werde ich eher aufmerksam da draußen, wenn ich ein Produkt verkaufen möchte. Wenn ich ein großes Netzwerk habe, sehe ich eher, wenn jemand einen Job anbietet, und ich kann dann auch nicht auf diesen Job bewerben. Also all diese genannten Punkte helfen mir dabei, also mein großes Netzwerk hilft mir dabei, diese genannten Punkte zu erfüllen. Und warum LinkedIn? LinkedIn ist zum einen ein Business-Netzwerk, das heißt, ich kann hier professionellen Content sharen. Zum anderen wächst LinkedIn extrem stark. Es gibt Zahlen, dass LinkedIn angeblich mit 3 neuen Usern pro Sekunde wächst. Zurzeit haben sie 722 Millionen. Ich glaube sogar, das ist outdated, als ich die Präsentation erstellt habe. Ich glaube, zwischen 740 Millionen bei dem Wachstum. Das heißt, sie wachsen fast so schnell wie TikTok, aber eben im Business-Umfeld. Das heißt, ich kann da sehr gut meine businessrelevanten Dinge posten und teilen. Und es macht auch Sinn, dort präsent zu sein, um mich als Personal Brand mit meinem Business-Team zu positionieren. So, jetzt das Thema Growth Hacking. Was ist eigentlich Growth Hacking? Growth Hacking ist eine Marketingmethode, um schneller zu wachsen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt hackt und etwas Illegales tut, sondern man probiert Dinge aus. Das heißt, man hat eine Idee, was wäre, wenn ich das und das mache, habe ich damit Erfolg. Man stellt also eine Hypothese auf. Wenn die Hypothese aufgestellt ist, muss man sie priorisieren. Das heißt, nicht alles, was man sich ausdenkt, kann man auch umsetzen. Also natürlich würde ich sehr viel Aufmerksamkeit generieren, wenn ich mir einen Ferrari kaufen würde, durch Frankfurt fahre und Geld aus dem Fenster werfe. Super Aufmerksamkeit, kommt vielleicht auch ins Fernsehen, aber ich kann es gar nicht, weil ich das Geld dafür nicht habe. Also muss ich natürlich priorisieren, welche Dinge kann ich umsetzen, und so ist es auch in Unternehmen. Also welche Projekte kann man umsetzen, mit welchem Budget, mit welchen Ressourcen. Also muss man hier die Idee priorisieren. Und dann, wenn man diese Idee hat, dann testet man sie, man spielt sie dann aus, und schaut, was passiert, und anhand der Analysen kann man sagen, ja, diese Idee oder diese Hypothese war erfolgreich oder war nicht erfolgreich. Und so diese Technologie oder diese Methodik zu nutzen auf LinkedIn, empfehle ich jedem, weil LinkedIn und soziale Medien sich eben relativ schnell verändern. Das heißt, die Tipps und Hacks, die ich heute präsentiere, könnten vielleicht morgen schon outdated sein und nicht mehr funktionieren, weil LinkedIn etwas geändert hat. Aber wichtig ist, dass man diese Methodik mitnimmt, um für sich zu erkennen, okay, ich probiere einfach mehr aus auf LinkedIn. Was funktioniert dann für mich, um mein Netzwerk zu erweitern? Und das ist mir einfach wichtig, diese Grundlage zu legen. Und Unternehmen machen das auch sehr viel. Wir bei Tessitons machen, dass wir Growth Hacking anwenden, um unsere Webseite zu optimieren. Ich weiß, Expedia macht oder hat es gemacht vor der Pandemie. Die haben 1000 Tests am Tag gestartet. Und natürlich waren nicht 1000 Tests erfolgreich. Aber mal angenommen, nur 10 Tests pro Tag sind erfolgreich. Was für einen Impact das am Jahresende hat auf das Business. Und so ist es auch für euch bei Personal Brand. Testet jeden Tag, was funktioniert nicht. Und dann werdet ihr nach einem Jahr sehen, dass ihr einen gewissen Impact auch habt. So, so viel zum Thema Vorgeplänker. Jetzt fangen wir an zu optimieren beim eigenen Profil. Und ich vergleiche es ein bisschen mit einer Party. Wenn man eine Party schmeißt und sein Netzwerk erweitern möchte, diese Freunde einlädt, muss man auch mal zu Hause aufräumen. Man muss alles hinstellen, die Chips hinstellen, das Bier hinstellen, um Personen einzuladen. Und so ähnlich ist es auch auf LinkedIn. Man muss sein Profil erst optimieren, um sein Netzwerk erweitern zu können. Und hier habe ich jetzt einige Hacks für euch, wie ihr das machen könnt. Wichtig ist, dass euer Profil gut ausgefüllt ist. Das heißt, ihr habt hier Dutzende Möglichkeiten. Ihr solltet auf jeden Fall ein ordentliches Profilbild von euch haben.
Häufig wird empfohlen, einen Fotografen zu nutzen. Ihr könnt aber, finde ich, selbst auch ein gutes Selfie nehmen oder es von eurem Partner aufnehmen lassen, freistellen. Ich erzähle euch nachher noch, wie das geht und dann als Profilbild nutzen. Wichtig ist auch ein Header-Banner, eins implementiere ich, sehe sehr viele Profile, die gar kein Header-Banner haben. Und damit vergibt man sich zwei Chancen. Die erste ist der erste Eindruck, weil kein Header-Banner da ist, ist meistens ein Banner von LinkedIn zu sehen und der ist eben generisch. Und man vergibt sich die Chance, dass man in den Header-Banner schon ein Call to Action integrieren kann. Das heißt, ihr könntet hier hinschreiben, wenn ihr euer Netzwerk erweitern wollt, folgt mir für digitalen Marketing-Inhalte oder folgt mir zum Thema Cloud, folgt mir zum Thema IoT, wenn ihr mehr über IoT lernen wollt. Also hier wirklich einen klaren Call to Action und wenn ihr es übertreiben wollt, könnt ihr auch gleich eine Telefonnummer reinschreiben. Ruft mich an, kann man hier machen. Dann das Thema Jobtitel oder Headline. Hier ist es wichtig, nicht nur den Jobtitel zu haben, also was ist euer Titel deiner Arbeit, sondern auch, wofür steht ihr? Und auch hier wieder ein Call to Action einzusetzen. Also ich habe hier reingeschrieben zum Beispiel Follow me for Digital Marketing Content. Folgt mir, wenn ihr mehr über Cloud-Produkte erfahren wollt. Also auch hier den Kunden oder beziehungsweise den User oder Besucher der Seite zu sagen, euer Profil zu sagen, was er machen soll. Das ist so ein bisschen wie im Restaurant. Wenn ins Restaurant geht, nichts bestellt, der kriegt auch nichts. Und so ist es hier auch. Also sagt dem User, was ihr erwartet, wenn er auf eurem Profil ist. Dann habt ihr auf eurem Profil die Highlightbox. Das sind Dinge, die man gemeinsam hat mit anderen. Das wird später noch wichtig, gehe ich später nochmal drauf ein. Also hier seht ihr, mit wem ihr connected seid, beziehungsweise mit wem die Person connected ist, auf dessen Profil ihr seid oder was ihr mit der Person sonst gemeinsam habt, wie Gruppen oder welche Universität ihr wart. Dann wichtig die About-Section. Also ihr habt eine Sektion auf eurem Profil, wo ihr über euch kurz was schreiben könnt. Es gibt Empfehlungen, das als Bullet Point zu machen oder eben als Fließtext. Ist euch überlassen. Wichtig ist, dass hier Keywords enthalten sind, die für euch wichtig sind. Denn diese About-Section geht mit in den Suchalgorithmus der LinkedIn-Suche rein. Also versucht hier Keywords unterzubringen, die für euch wichtig sind. Ich als Digital Marketer versuche natürlich hier Digital Marketing und E-Commerce als Keywords zu platzieren. Dann gibt es seit letztem Jahr die Feature-Section, die Vorgestellt-Sektion. Hier könnt ihr als Seller oder als Marketer zum Beispiel Pitch-Dokumente hinterlegen. Sagen so, ich stehe für Cloud, hier ist unser Cloud-Angebot zum Beispiel. Oder hier ist meine Arbeit, die ich täglich tue und so kann ich euch helfen. Wenn ihr möchtet, dass euch jemand auf LinkedIn folgt, könnt ihr hier auch wieder ein Call to Action einbauen, so wie ich es hier gemacht habe, Follow me on LinkedIn now. Wirklich große plakative Headline. Ich habe einfach einen Artikel geschrieben und habe geschrieben, warum man mir auf LinkedIn folgen soll, welchen Mehrwert die Profilbesucher haben. Und ganz unten sieht man dann noch eine Activity-Box. Hier sieht man, wie aktiv ein Mitglied ist. Ist auch deswegen relevant für später, wenn man sein Netzwerk aufbaut, dass man selbst aktiv ist und dass man auf anderen Profilen sieht, ob diese Person aktiv ist. Aber da gehe ich auch nachher nochmal drauf ein. Also, mein erster Growth-Hack ist, nutzt Call to Action in eurem Coverfoto oben. Benutzt es in der Headline. In der About-Text könnt ihr es auch schon nutzen, dass ihr nicht nur über euch schreibt und zum Schluss auch sagt, was ihr erwartet von dem Besucher. Und in der Feature-Section kann man eben auch ein Call to Action integrieren. Dann ein weiterer Punkt, den LinkedIn auch seit letztem Jahr hat und jetzt langsam kopiert wird von anderen Netzwerken. Wir sehen, Twitter macht das auch, die Pronounce Your Name-Funktion, also wie wird der Name ausgesprochen. Hierfür kann man auf dem mobilen Endgerät seinen eigenen Namen aufnehmen. Was ich sehr gut finde, insbesondere wenn man im Sales arbeitet, dass man weiß, wie die Person ausgesprochen wird, die man hier anspricht, falls man später mal mit der Person telefoniert. Nimmt hier euren Namen auf und ihr könnt zusätzlich zu eurem Namen vielleicht auch noch ein Call to Action platzieren. Also zum Beispiel auch hier, Björn Radde, folgt mir für digitalen Marketing Content. Oder ihr könnt eine Anweisung geben, Björn Radde, scroll doch runter zur Vorgestellt-Sektion und da erfährst du mehr. Dafür habt ihr somit 10 Sekunden Zeit, um eure Nachricht zu platzieren. Aber selbst wenn ihr keinen Call to Action habt, es macht definitiv Sinn, hier seinen Namen aufzunehmen, weil es einfach, ja, es ist einfach netter, insbesondere im Sales-Bereich. Also nächster Hack, nutzt die Pronunciation-Function auch für einen Call to Action, also wie, dass ihr euren Namen spricht und dazu ein Call to Action integriert. Dann geht es weiter auf eurem Profil. Wenn ihr weiter runterscrollt, kommt eure Berufserfahrung oder eure Erfahrung, die ihr bisher
bisherigen Berufsleben habt. Wichtig hierbei ist, verbindet euch korrekt mit eurem jetzigen Arbeitgeber. Ich sehe viele Profile, die schreiben dann andere Bezeichnungen für den Arbeitgeber rein und sind damit nicht automatisch connected mit dem Unternehmensprofil. Warum ist das wichtig? Wenn ihr richtig connected seid, ist euer Profil auch sichtbar auf dem Unternehmensprofil. Und ihr habt natürlich dann eine Möglichkeit, insbesondere wenn ihr in großen Unternehmen arbeitet, dass andere Kollegen euch entdecken und dann wieder mit euch Kontakt aufnehmen und ihr somit euer Netzwerk erweitern könnt. Jobtitle ist insofern wichtig, dass wieder in der Suche dieser Jobtitle gefunden wird. Also wenn jemand zum Beispiel einen Headhunter nach einem Digital Marketing Experten sucht, wird er Digital Marketing eingeben und wird dann dementsprechend euch finden. Auch hier wieder Keywords relevant im Text, also was macht ihr gerade? Und versucht das, was ihr gerade macht, mit relevanten Keywords zu bestücken, weil auch diese Sektion wird bei der LinkedIn-Suche gecrawlt und wird herangezogen, um euer Profil später anzuzeigen, wenn man euch sucht oder wenn man einen Experten sucht. Und was auf der Desktop-Version gut sichtbar ist, sind Medien, die ihr integrieren könnt pro Job, den ihr hattet oder habt. Auch hier wieder wichtig, wenn ihr im Sales seid, schreibt hier ein Pitch-Dokument rein, schreibt hier Erfolge rein. Wenn ihr im Marketing seid, schreibt auch Erfolge rein oder eben auch wieder ein Call to Action, warum man euch in diesem Bereich folgen soll. Also wieder mein Hack hier, nutzt relevante Keywords in eurer Beschreibung für die Jobs, um gefunden zu werden. Wenn man dann wieder weiter runter scrollt in eurem Profil, kommen die Empfehlungen, die Recommendations. Da LinkedIn ein amerikanisches Netzwerk ist, ist das typisch amerikanisch, eben Empfehlungen abzugeben. Aber auch das kann man wiederum nutzen, um dein Netzwerk zu erweitern. Man sieht hier voreingestellt, wie viele Empfehlungen man selber bekommen hat. Und man kann auch sehen, wie viele Empfehlungen man gegeben hat. Versucht das etwas im Gleichgewicht zu halten. Sieht irgendwie komisch aus, wenn man nur was bekommt und nichts gibt. Wenn man nur was gibt und nichts bekommt, ist es auch merkwürdig. Also versucht hier, dass ihr eine Ausgewogenheit habt zwischen abgegebenen und bekommenen Empfehlungen von anderen. Und wenn ihr denkt, ihr habt zu wenig, könnt ihr auch aktiv danach fragen. Da gibt es einen kleinen Link oben nach Empfehlungen fragen. Und dann könnt ihr aussuchen, wen ihr um eine Empfehlung bitten möchtet. Und in der Regel geben die Menschen auch gerne die Empfehlung ab. Und mein Hack hierbei ist, gebt Empfehlungen ab, weil dadurch hackt ihr euch auf das Profil von anderen. Weil die ersten beiden, die eine Empfehlung abgegeben haben, sind auf der Desktop-Variante sichtbar und auf der mobilen Variante ist die erste Person sichtbar. Das heißt, wenn ich nachher dem Dirk eine Empfehlung gebe, bin ich auf seinem Profil sichtbar. Andere Besucher von Dirks Profil sehen mich und klicken dann mit guter Wahrscheinlichkeit auch auf mein Profil, um zu sehen, wer ist das eigentlich. Und somit erhöhe ich die Chance der Sichtbarkeit für mich und die Chance, mein Netzwerk zu erweitern. Also der Hack hier, schreibt Empfehlungen für andere LinkedIn-Mitglieder, um mehr sichtbar zu sein. Und grundsätzlich sollte man sein Profil vollständig ausfüllen. Und wie gut man es ausgefüllt hat, sieht man in seinem eigenen Dashboard. Das heißt, wenn ihr auf euer eigenes Profil geht, wenn ihr eingeloggt seid, seht ihr euer Dashboard. Und ganz oben rechts in der Ecke seht ihr, wie gut ihr seid. Also seid ihr Beginner, dann habt ihr erst unter 50% eures Profil ausgefüllt. Seid ihr All-Star, dann habt ihr für LinkedIn relevante Informationen in eurem Profil hinterlassen. Warum ist das auch wichtig? Wiederum für die LinkedIn-Suche. Denn es ist klar, wenn jemand auf LinkedIn sucht und es findet ein Profil, das nicht ausgefüllt ist, hat er eine schlechte User Experience. Und LinkedIn möchte, dass seine Mitglieder oder die Mitglieder von LinkedIn eine gute User Experience haben und auch die Informationen finden, die sie suchen. Insofern präferieren sie in der Suche gut ausgefüllte LinkedIn-Profile. Also versucht, so weit wie möglich hier auf die 100% zu kommen und so viel wie möglich auszufüllen auf eurem Profil. So, das war jetzt ein Schnelldurchlauf, wie man sein eigenes Profil optimiert. Jetzt kommen wir dazu, wie man sein Netzwerk aufbaut. Also, zu Hause ist aufgeräumt, die Chips stehen, das Bier ist kalt, jetzt laden wir die Leute ein. Wie laden wir sie ein? Die einfachste Variante ist über die Suche. Ganz oben auf LinkedIn findet ihr eine Suche. Hier könnt ihr eingeben, wen ihr gerne in euer Netzwerk hinzufügen möchtet. Nehmen wir mal mir das Beispiel, das einfach zu erklären ist. Ich suche in der Regel andere Digital Marketeer. Also gebe ich hier oben ein Digital Marketing oder Digital Marketeer oder Chief Digital Officer. Also gebt da den Begriff ein, mit den Jobtitel quasi, mit dem ihr connected sein möchtet.
Ne? Schiefgelaufen. Normalerweise bekommt ihr dann eine lange Liste von Personen. Sucht euch die entsprechende Person aus und dann klickt ihr nicht auf die Invitation, da gibt es einen Invitation-Link, sondern ihr geht auf das Profil, schaut euch das Profil an und klickt dann auf Einladen. Und ganz wichtig ist, dass wenn man jemanden einlädt, dass man immer seine Einladung auch personalisiert. Ihr habt dazu 300 Zeichen Platz, einen Grund zu schreiben, warum ihr mit jemandem connected sein möchtet. Nutzt auch eine Anrede, um es persönlicher zu machen. Und ganz wichtig ist, nicht Copy-Paste. Ich habe viele Copy-Paste-Einladungen schon gesehen. Ich habe, glaube ich, auch eine dabei. Und mir ist es auch schon mal passiert, dass ich am Anfang Copy-Paste gemacht habe und habe statt hier Hi Christina, habe ich Hi Paula geschrieben. Und das kommt natürlich besonders unschön an bei jemandem, den man einladen möchte. Sehr unpersönlich und sieht aus, als würde man einfach nur Connections sammeln. Und das ist ja nicht der Grund und nicht der Punkt. Also versucht es zu personalisieren, nutzt nicht Copy-Paste. Und für alle, die jemanden in englischsprachigen Räumen einladen möchten, empfehle ich das Tool Grammarly. Das checkt nochmal eure englische Aussprache. Also habt ihr Rechtschreibfehler drin, sind Grammatikfehler drin, gibt auch Vorschläge, wenn vielleicht ein Wort falsch genutzt wurde. Das ist ein sehr coole Browser-Extension, kann man in Google Chrome integrieren. Ist kostenlos, nutzt das gerne, um einfach auch professioneller gegenüber englischsprachigen LinkedIn-Mitgliedern zu sein. Hier mal noch zwei Beispiele, wie man es nicht machen soll. Die erste Person hat mich angesprochen, ich hoffe, die ist jetzt nicht in diesem Call, und wollte gleich mit mir telefonieren. Und ich hasse telefonieren, ich will nicht telefonieren. Deswegen nutze ich digitale Medien. Ich kann mir gerne eine Nachricht schicken, was er gerne möchte, aber ich mag nicht telefonieren. Und auch gleich mit welchen Projekten in die Ecke kommen, möchte ich auch nicht auf LinkedIn. Dann erkläre ich später noch, wie das besser geht. Und die zweite Person hat geschrieben, wir sind beide im Finance-Market, sind wir aber definitiv nicht. Ich arbeite im IT-Bereich, ich bin Digital Marketer, ich habe mit Finance nicht viel am Hut. Also auch hier wahrscheinlich ein Copy-Paste. Also versucht wirklich unverbindlich auf die Person zuzugehen, warum ihr mit dem Kontakt aufnehmen möchtet und macht kein Copy-Paste. Hier sieht man, warum man das nicht machen sollte. Wie man unverbindlich Kontakt aufnimmt, gibt es von LinkedIn eine Unterstützung. Und zwar, wie schon angesprochen, die Highlight-Box, die einem sagt, was man gemeinsam hat. Also zum Beispiel hier mit dem Steven habe ich 9 Kontakte gemeinsam. Also könnte ich die Kontaktliste durchgehen und sagen, hey, wir beide kennen doch die Franziska Jäger, lass uns doch connecten. Oder wir sind eben, das ist noch unverbindlicher, in Gruppen zusammen. Wir sind beide in der Social-Media-Marketing-Gruppe, lass uns doch connecten, um uns so das Thema auszutauschen. Das ist unverbindlich. Ich verkaufe ihm nichts, ich komme nicht zu nahe. Das ist eine gute Angehensweise. Ebenso hier mit dem Manuel Müller, der sowohl in Harvard studiert hat, als auch in der Uni Kassel, kann ich sagen, hey, wir beide haben an diesen beiden Universitäten studiert, lass uns doch connecten. Und diese Unverbindlichkeit funktioniert, glaubt mir. Also, mein Hack hier ist, immer personalisieren und Dinge, die man gemeinsam hat, hervorheben und unverbindlich sein. So, jetzt haben wir die Suche als Quelle für gute Kontakte kurz dargestellt. Wo findet man noch gute Kontakte? Ein Beispiel ist die Company Page von anderen Unternehmen. Also auch hier, wenn ihr im Sales unterwegs seid und ihr möchtet gerne mit Tableau, mit jemandem bei Tableau in Kontakt kommen, geht auf die Tableau Company Page. Da bekommt ihr die Liste aller Mitarbeiter von Tableau, die sich korrekt connected haben mit der Firma. Also da nochmal wieder der Rückenschlag zum Anfang. Richtig connecten hilft auch hier gefunden zu werden. Also auch aus dieser Perspektive müsst ihr denken, dass andere auf Company Pages leicht nach euch suchen. Also klickt hier drauf und seht die ganze Liste von 5000 Mitarbeitern. Die Mitarbeiter, die ihr Profil gut gepflegt haben, die häufig posten und relevant sind, erscheinen meistens weiter oben in der Liste. Geht die Liste durch und guckt, ob hier für euch relevante Kontakte sind, mit denen ihr euch gerne vernetzen möchtet. Der nächste Platz, um wertvolle Kontakte zu finden, ist in der Reactions-Liste von Posts. Das heißt, wenn euer Unternehmen etwas gepostet hat und unter diesem Post reagieren andere LinkedIn-Mitglieder, macht es Sinn, sich diese Liste einmal anzuschauen. Weil diese Personen, die darauf reagiert haben, ja schon eine gewisse Affinität haben. Also klickt auf die Reactions und wenn ihr auf die Reactions klickt, bekommt ihr die ganze Liste von Personen, die auf diesen Post reagiert haben. Tipp hierbei ist, man muss weiter runter scrollen, um die
Connection zweiten Grades zu sehen. Weil klar, mit dem ersten Grad seid ihr connected, ihr müsst euch in dem Moment nicht, um euer Netzwerk zu erweitern. Scrollt weiter runter, Second Degree Connections, klickt auf das Profil, guckt euch das Profil an und nimmt dann dementsprechend wieder unverbindlich mit der Person Kontakt auf und fügt zu eurem Netzwerk hinzu. Also, Growth Hack ist, sucht an verschiedenen Stellen nach relevanten LinkedIn-Membern und nimmt in ihnen Kontakt auf. Dann noch ein Herzensangelegenheit nicht, aber eine wichtige Möglichkeit, um relevant zu bleiben, ist die Geburtstagsliste. Zum einen natürlich nochmal, wenn man im Sales ist, finde ich es sehr relevant, seinen Kontakten zum Geburtstag zu gratulieren. Aber es hat noch einen anderen positiven Effekt. Wenn ihr jemanden zum Geburtstag gratuliert, schickt ihr der Person eine Nachricht. Und LinkedIn pusht dann quasi das nächste Mal, wenn ihr etwas postet, diesen Post zu Personen, mit denen ihr kommuniziert habt über den Messaging-Dienst, also über die LinkedIn-Messaging. Und insofern hilft euch die Geburtstagsliste, eure Posts nochmal stärker zu verbreiten. Und ihr werdet testen, probiert es einfach aus, ihr werdet sehen, die Person, die ihr zum Geburtstag gratuliert habt, wird, wenn ihr nächsten Tag postet, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf euren Post reagieren. Vorher hat die Person euren Post gar nicht gesehen, weil der Algorithmus ihn aussortiert hat. Aber beim nächsten Mal wird die Person euren Post sehen, weil der Algorithmus sagt, hey, die beiden haben doch miteinander kommuniziert über unser Messaging. Wahrscheinlich haben die eine gewisse Relevanz zueinander. Also zeige ich doch den Post in der Timeline der Person an. Also ganz wichtig, gratuliert zum Geburtstag eure Kontakte. Und ihr bekommt jeden Morgen eine Liste mit den Geburtstagen in eure Notification reingeschickt. Also insofern nutzt diese Möglichkeit, die LinkedIn euch bietet. Noch eine Möglichkeit, daran muss man aber leider LinkedIn Premium Mitglied sein, sind die Out-of-Office-Funktionen. Das heißt, wenn ihr mal doch 2 Wochen im Urlaub seid oder ihr habt ein Projekt und ihr könnt LinkedIn gerade nicht bedienen, habt ihr die Möglichkeit, eine Out-of-Office-Funktion einzustellen oder Away-Messages heißt es bei LinkedIn. Dazu geht ihr auf euer Messaging-Box, da habt ihr 3 kleine Punkte, klickt da drauf, gibt es ein Menü und ganz unten kann man dann die Array-Message einstellen. Und hier ist mein Hack, nutzt diese Möglichkeit, um euren eigenen Content nochmal zu promoten. Die Celine hat es hier clever gemacht, ich habe Celine eine Nachricht geschickt, ja, vielen Dank, ich kann gerade nicht, aber hier ist meine Webseite und hier ist vielleicht der Post, den ich zuletzt gepostet habe, guck ihn dir doch an. Und somit pusht sie nochmal ihren eigenen Content in ihre Community bzw. zu den Personen, die sie gerade angeschrieben haben. Also versucht diesen Hack auch zu nutzen. Also nutzt Geburtstagslisten und nutzt die Away-Messages, um euren Content zu pushen. So, jetzt haben wir schon ganz viel über Content gesprochen. Wie kann man denn passiv dafür sorgen, dass auch Personen auf einen zugehen und einen einladen zu ihrem Netzwerk? Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Sellern, die was verkaufen wollen, sondern wirklich hochwertige Kontakte, in dessen Netzwerk man auch gerne sein möchte. Und die beste Möglichkeit ist, guten Content zu kreieren. Und welchen Content kann man kreieren? Welchen Content sollte man tatsächlich posten? Das sind einmal die klassischen Posts, die Beiträge. Das heißt, man hat durch 1300 Zeichen Zeit, einen Beitrag zu schreiben. Was gut funktioniert, sind kurze Videos über sich, also mit sich selbst. Bilder von sich funktionieren auch gut. Wir sind alle Menschen, wir stehen auf andere Menschen. Das heißt, wenn ihr etwas habt, ein White Paper zum Beispiel, druckt dieses White Paper, das Cover aus, haltet es in die Kamera mit euch selbst und postet das. Es wird besser funktionieren, als wenn ihr einfach nur das White Paper Cover postet. Also diese menschliche Komponente hilft, um euren Post zu pushen. Dann kann man Dokumente hochladen. Das heißt, wenn ihr so ein Flyer habt oder ein One-Pager oder Two-Pager, könnt ihr hochladen als Post. Man kann andere loben, das funktioniert auch sehr gut und das finde ich auch sehr wertvoll, wenn man in einem Team arbeitet und hat ein Projekt abgeschlossen, lobt andere auf LinkedIn, sagt, das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Vielen Dank, Dirk, Ramona, sonst wer, dass du bei dem Projekt dabei warst. Dadurch werden die anderen Personen getaggt und werden dann auch wieder sichtbarer und wissen, dass sie in eurem Post erwähnt worden sind und liken euren Post und damit shared ihr euren Post noch weiter. Bietet neue Hilfe an. Ihr habt die Möglichkeit, Umfragen zu starten. Das wird gerade von LinkedIn sehr gepusht. Umfragen, wahrscheinlich ist es euch aufgefallen, dass ihr sehr viele Umfragen in eurer Timeline habt. Ihr könnt Artikel schreiben und ihr könnt, wenn ihr die mobile Variante nutzt, auch Stories kreieren, so wie ihr es von anderen Netzwerken wie Instagram
oder Snapchat kennt. Mal kurz eine Empfehlung, wie ein guter Post aufgebaut ist. Ich sage extra gut, nicht perfekt, geht immer besser. Nutzt oder startet mit einer Frage oder einer Provokation, weil dann bleibt ihr auch eher hängen. Wenn ihr einfach eine Aussage habt, bleibt euer Post nicht beim Durchscrollen hängen. Also startet mit einer Frage oder mit einer Provokation. Dann nutzt Handles, das heißt, versucht andere Unternehmen zu vertecken. Dann wird der Social Media Manager dieses Unternehmens aufmerksam, dass ihr jedes Unternehmen getaggt habt und kann auch nochmal euren Post liken und pusht das damit in das Netzwerk des Unternehmens rein. Nutzt relevante Hashtags. Auch hier gibt es Studien, dass eigentlich auf LinkedIn nur 3 Hashtags wirklich helfen. Und relevant heißt, diesen Hashtags müssen auch mehrere Personen folgen. Man kann auf LinkedIn Hashtags folgen. Und sobald ihr einen Hashtag oben in die Suche eingibt, seht ihr auch, wie viele Follower dieser Hashtag hat. Beziehungsweise es gibt auch eine nette Applikation, die ich nachher nochmal präsentiere, wo ihr die Reichweite eines Hashtags erfahren könnt. Habt einen Link drin, auch hier gibt es Diskussionen, dass man den Link eigentlich in das erste Comment packen sollte und nicht in den Post, weil Social Media Networks mögen es natürlich, dass man nicht von der Plattform raus verlinkt, weil dann verlieren sie letztendlich an Reichweite und an Usage. Aber ich habe gelernt, wenn man einen Link dort oben reinpackt, ist es gar nicht so schädlich. Und wenn ich den Link in den ersten Post packe und ich kriege 100 Comments, ist irgendwann der Link nicht mehr auffindbar in meinen ganzen Comments. Also insofern lasse ich ihn trotzdem in den Originalpost drin. Dann ein Call to Action, also auch hier, was soll der User eigentlich machen oder wofür ist dieser Post eigentlich gut? Versucht andere LinkedIn-Mitglieder zu taggen, wie vorhin schon gesagt, wenn ihr ein Projekt abgeschlossen habt, versucht die Projektmitglieder zu taggen. Hier habe ich die LinkedIn-Mitglieder getaggt, die ich kenne, also die Mitarbeiter bei LinkedIn getaggt, die ich kenne, weil ich etwas über LinkedIn selbst gepostet habe. Die erfahren dann wiederum, dass ich sie getaggt habe, werden darauf reagieren mit einem Comment oder einer Reaction. Dann empfehle ich, zeigt Leute, wie ich schon gesagt habe, also Menschen lieben Menschen, versucht euch selbst abzubilden, wenn ihr etwas postet. Und ich habe hier noch ein psychologisches Element hinzugefügt, das heißt, ich habe das LinkedIn-Logo genommen, weil man das Logo kennt. Also es ist einfach ein Branding. Ihr könnt aber auch, wenn ihr bei Louis Vuitton arbeitet, Louis Vuitton-Logo reinmachen. Oder wenn ihr in der Modebranche arbeitet, macht ihr Dior und Louis Vuitton im Hintergrund. Weil einfach Menschen dieses Logo kennen und dann eher hängen bleiben an eurem Post, als wenn ihr vielleicht nur euch selbst postet. Also nutzt hier psychologische Elemente. Und wichtig ist, wenn ihr einen Comment bekommt auf eure Post, reagiert auch auf diesen Comment. Startet eine Konversation. Das hilft wiederum, euren Post länger in der Timeline zu halten. Also mein Growth Hack hier ist, versucht andere zu taggen, um damit eure Reichweite zu erhöhen. Wichtig ist, seit Mai 2020 hat LinkedIn den Algorithmus geändert. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, dass man viele Reactions bekommt, es ist auch wichtig, dass Personen länger mit eurem Post verweilen. Also die Dwell-Time, die Verweildauer mit eurem Post ist relevanter. Insofern wird es immer wichtiger auch, relevanten Content zu erstellen. Hierbei könnte man Videos nutzen, weil Videos werden in der Regel länger angeschaut. Oder eben, wenn ihr Fragen stellt oder längeren Content in Textform kreiert, setzen sich die User länger mit eurem Post auseinander. Also Dwell-Time ist in Zukunft oder ist immer wichtiger. Versucht deswegen relevanten Content zu erstellen, mit dem sich auch User auseinandersetzen. Also, Growth Hack definitiv kreiert Content mit einer hohen Verweildauer. So, jetzt das Thema, wie verkaufe ich eigentlich auf LinkedIn? Und wir alle, glaube ich, kennen es, dass wir auf LinkedIn angesprochen werden und in der Connection, also in der Anfrage, um einen Kontakt aufzubauen, steht gleich der Pitch mit drin. Und das funktioniert nicht. Das ist ein bisschen wie auf einer Party. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Party, steht in der Küche, wo man ja meistens steht auf einer Party, und dann komme ich rein und sage, ey, Dirk, ich bin Autoverkäufer, ich habe ein super Auto für dich, wollen wir nicht telefonieren nächste Woche? Gib mir mal deine Telefonnummer. Dann wird er sich auch denken, ey, was für ein Honk. Ich bin hier einfach in einem anderen Umfeld. Ich möchte jetzt nicht angequatscht werden. Ich habe ein Auto. Ich fahre gerne dieses Auto. Ich brauche nichts Neues und telefonieren mag ich jetzt gar nicht. Und so ähnlich ist es wirklich auf LinkedIn auch. Deswegen empfehle ich definitiv, unverbindlich anzufragen. Und ich vergleiche das mal ein bisschen mit einer Flasche Wein. Also wenn ihr eine gute Flasche Wein geschenkt bekommt von euren Eltern, sagt ihr auch nicht, ey, coole Flasche Wein, danke Papa. Ich weiß, die kostet 70 Euro, aber ich mache jetzt Sangria draus. Sondern ihr sagt euch, danke für diese tolle Flasche Wein.
ebenso wie beim Kontakt. Danke für diesen wertvollen Kontakt. Ich lege ihn mir hin und zum richtigen Zeitpunkt kann ich ihn genießen. Und genauso ist es auf LinkedIn auch. Also, nimmt Kontakt auf, unverbindlich. Lasst den Kontakt eine gewisse Zeit liegen. Mit euren Posts wird dieser Kontakt auch auf euch aufmerksam. Und andersrum müsst ihr bei diesem neuen Kontakt, wenn die Person etwas postet, auch dementsprechend auf die Posts reagieren. Also liken, sinnvoll kommentieren, also sinnvolle Kommentare hinterlassen. Dann kann man hin und wieder Informationen schicken und sagen, hey, Dirk, ich habe hier was Tolles gefunden zur Public Cloud, guck dir das doch mal an. Und so baut man langsam eine Beziehung auf. Und es ist eben wichtig, dass man auf LinkedIn Beziehungen aufbaut und Vertrauen aufbaut. Und erst dann, wenn das Vertrauen da ist und alle wissen, hey, der Björn Radde, der kennt sich im Digital Marketing aus, wenn ich eine Frage habe zu Digital Marketing, gehe ich auf ihn zu, dann habt ihr es richtig gemacht, weil dann habt ihr gut verkauft. Damit seid ihr bekannt geworden und die Personen kommen auf euch zu, um etwas bei euch zu kaufen. Und so muss es zum Schluss funktionieren. Oder eben aber, ihr seht, die Person sucht etwas auf dem Netzwerk, hey, der kann mir helfen bei Problem XY und dann ist der Moment, wo ihr sagen könnt, na klar kann ich dir helfen, ich habe hier ein super Angebot für dich, lass uns doch mal telefonieren. Und dann ist die Person auch offen dafür, zu telefonieren. Also, nutzt den immer den Vergleich mit der Flasche Wein. Also, Growth-Hack ist hier, seid nicht der Spending Sammy, sondern hört euren Kunden zu und bietet Mehrwert. So, das ist ganz schön viel Arbeit, die man dann hat. Da gibt es ein paar Tools zu, die unterstützen. Ich nenne hier ein paar, ich weise auch immer darauf hin. Bei Browser Extensions ist es so, dass LinkedIn ab und zu mal euren Browser scannt und guckt, welche Extensions ihr dann habt. Und wenn ihr Extensions habt, die LinkedIn nicht so gerne mag, dann kann es passieren, dass euer Account gesperrt wird, kurzfristig. Und ihr dann erklären müsst, warum ihr euren Account wieder haben wolltet. Also ein bisschen vorsichtig sein. Browser Extension ist zum Beispiel DuckSoup. DuckSoup sorgt dafür, dass ihr automatisiert Einladungen verschicken könnt, was ich nicht gut finde. DuckSoup hat aber auch eine Funktion, die einfach Profile besucht. Und durch das Besuchen der Profile provoziert ihr, dass andere Personen auch euer Profil besuchen und dann eventuell mit euch Kontakt aufnehmen. Ähnliches PhantomBuster. PhantomBuster ist auch eine Marketing Automation. Und Crystal. Crystal ist ein Tool, mit dem ihr andere Profile analysieren könnt. Also ihr könnt schauen, was ist das für eine Person. Und Crystal gibt euch dann Vorschläge, wie ihr diese Person kontaktieren könnt. So habe ich das bei mir selbst getestet. Crystal hat gesagt, hey, der Björn Radde, der mag es nicht, wenn man lange um den heißen Brei herumredet. Du musst zum Punkt kommen, wenn du ihn anschreibst. Und hat mir auch gleich gesagt, Crystal hat mir gesagt, wie ich angeschrieben werden möchte, mit welchen Textbausteinen. Also probiert das gerne mal aus. Ihr habt 10 Analysen frei, danach kostet es Geld. Wenn ihr viel postet, hilft euch Hootsuite und Buffer, damit könnt ihr eure Posts planen. Nutzt es aber nicht unbedingt für LinkedIn, nutzt es gerne auch für andere Plattformen. Und da ist auch mein Punkt. Wichtig ist, dass ihr fürs Personal Branding nicht nur LinkedIn nutzt, sondern auch andere Plattformen. Weil stellt euch vor, ihr hättet für Personal Branding nur Google Plus genutzt. Hättet ihr 8 Jahre Zeit gehabt, euer Personal Brand aufzubauen und wurde Google Plus wieder zugemacht, weil es nicht profitabel war für Google. Also nutzt auch andere Plattformen und damit da die Arbeit erleichtert wird, sage ich nur Hootsuite oder Buffer, da könnt ihr auf anderen Plattformen wie Twitter einfach Tweets raushauen, weil ihr gerne 100 am Tag stört Twitter nicht, damit euer Personal Brand aufbauen. Wenn ihr nach Content sucht, hilft euch TrumpUp, guckt euch TrumpUp.io mal an, da kriegt ihr Content-Vorschläge, könnt ihr ein Keyword hinterlegen, bekommt dann regelmäßig Content von TrumpUp zugeschickt, den ihr wieder auf sozialen Medien teilen könnt. Ich hatte gesagt, es macht Sinn, sich selbst zu platzieren im Post. Gibt es ein Tool, nennt sich RemoveBG, also Remove Background. Ist eine Webseite, da kann man sein Bild hochladen, da wird der Hintergrund freigestellt. Und da kann man sich selbst in andere Hintergründe reinsetzen und sieht einfach professioneller aus, wenn man postet. Und Hashtags habe ich angesprochen, relevante Hashtags. Gibt es ein Tool, nennt sich LinkedIn Hashtags. Wir haben dieses Hashtag-Logo. Sucht da mal nach LinkedIn Hashtags Extension. Kann man auch implementieren, dann sieht man, wie viel Reichweite ein Hashtag hat. Also es gibt ein paar Tools, die euch helfen, um effektiver zu sein auf LinkedIn. Also nutzt Tools, um euer LinkedIn-Leben etwas leichter zu machen. Das ist ein Growth Hack. Dann noch die Frage, wie gut ist man eigentlich? Hier gibt es von LinkedIn den sogenannten Social Selling Index. Ruft mal diese URL auf, wenn ihr eingewählt seid in euer eigenes Netzwerk, also wenn ihr eingeloggt seid in euer LinkedIn-Account. Da seht ihr eine Zahl zwischen 0 und 100. Und 4 Balken, die euch sagen, wie gut ihr in verschiedenen Bereichen seid. Also wie gut seid ihr da drin, mit anderen Connection aufzunehmen. Wie gut seid ihr da drin, eine Beziehung aufzubauen. Wie gut seid ihr drin, Content zu sharen. LinkedIn misst das permanent und gibt euch dann noch Tipps und Tricks, wie ihr es besser machen könnt. Also ruft mal diese URL auf. Seht ihr
Social Selling Index. So ab 70 ist gut. 100 habe ich noch nicht gesehen, aber es gibt auch einige, die bei 90, 95 schon sind bei dem Index. Wichtig hierbei ist für mich, ist es dient nicht zum Vergleichen. Ich bin besser als du, sondern es dient eigentlich, um selber zu wissen, wo stehe ich denn und wie kann ich besser werden. So, jetzt wird sich einige fragen, das soll ich alles machen? Ja, tut mir leid. Networking is work. Das heißt, wenn ihr erfolgreich sein werdet, sein wollt, müsst ihr auch gewisser Zeit investieren. Ja. Ich vergleiche es mal ein bisschen mit einem Fitnessstudio. Wenn man ins Fitnessstudio geht und geht einmal im Monat ins Fitnessstudio, kann man sich nicht nach 3 Monaten beschweren, dass man keine Muskeln hat. Wenn man aber täglich ins Fitnessstudio geht und das ein Jahr durchhält, wird man nach einem Jahr den Erfolg sehen, man wird Muskeln sehen. Und so ist es auf LinkedIn auch. Wenn ihr täglich auf LinkedIn aktiv seid und sei es nur 15 Minuten oder 10 Minuten, täglich etwas postet, täglich auf Kommentare eingeht und euch an Diskussionen beteiligt, werdet ihr nach einem Jahr sehen, dass ihr sichtbar auf LinkedIn seid. Und es werden Anfragen reinkommen, es werden Connection-Anfragen reinkommen, es werden Speaker-Sessions-Anfragen reinkommen, definitiv. Und mein letzter Advice ist, seid mit Leidenschaft dabei und Geduld und Ausdauer, um euer eigenes Personal Brand aufzubauen. Und wer mehr wissen möchte, ich habe jetzt nur ein paar Growth Hacks vorgestellt, kann gerne mein Buch kaufen. Ich habe mich irgendwann entschieden, meine ganzen Hacks in ein Buch zu packen, weil ich so viele Anfragen bekommen habe, dass ich nicht mehr bedienen konnte. Und dachte, okay, dann teile ich halt mein Wissen in einem Buch. Und es hilft auch wieder zum Thema Personal Branding, wenn man ein Buch geschrieben hat. Und mein letzter Tipp ist für heute, wenn ihr mal wieder auf Messen seid, also wenn wir mal wieder unterwegs sein können, könnt ihr LinkedIn mobil auch nutzen, um Kontakt aufzunehmen. Ihr könnt nämlich über diesen kleinen Bubble oben in der Suche in euer Mobilendgerät einen QR-Code erstellen. Und dieser QR-Code kann dann auf Messen von anderen LinkedIn-Teilnehmern gescannt werden. Und dann könnt ihr euch easy connecten, ohne dass man jetzt sagt, wie hieß du nochmal, ich finde dich auf LinkedIn nicht, einfach diesen QR-Code nutzen. Und auch gerne jetzt diesen QR-Code scannen, mit mir auf LinkedIn Kontakt aufnehmen, wenn ihr Fragen habt, bin ich immer gerne für bereit, die Fragen zu beantworten. Ansonsten gerne mir auf Twitter folgen, auf Instagram habe ich meinen Account. Und wer noch mehr Hacks bekommen möchte, findet auch auf YouTube eine Sammlung an Videos mit Tipps zu Social Media, Tipps zu LinkedIn, aber auch zum Thema Digital Marketing und auch ein paar Speaker Sessions. Also wer sich diese Speaker Sessions eh nochmal anschauen möchte, gibt es auch auf YouTube.